Grünau entstand zwischen 1976 und 1988 als eine der größten Großwohnsiedlungen in der DDR. Unmittelbar nach seiner Fertigstellung erreichte das Gebiet 1989 mit 89.000 Einwohnern den Höhepunkt des Bevölkerungswachstums. Danach schrumpfte es auf etwa die Hälfte. Heute halten sich Ab- und Zuwanderung in etwa die Waage und es ziehen neue Bewohnergruppen zu. Nach 2000 wurden zahlreiche Wohnhäuser in Grünau abgerissen. Es entstanden neue Grünflächen, Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen. Wie nehmen die Bewohner das wahr? Hören wir dazu Stimmen aus dem Stadtteil. Die Zitate stammen dabei aus 50 verschiedenen Interviews, welche im Zeitraum Herbst 2014 bis Frühjahr 2015 geführt wurden. Für den Film wurden sie von anderen Personen nachgesprochen. Schön ist hier in Grünau, dass hier die Infrastruktur optimal ist. Die haben wir gesucht. Wir wollten die unmittelbare Nähe zum Beispiel zum Allee-Center, zu öffentlichen Verkehrsmitteln wie S-Bahn, Straßenbahn. Wir wollten Ruhe haben, ja? Haben wir hier. Also hier hat man alles, was man so zum Leben braucht. Außer jetzt vielleicht Arbeitsplätze. Da sind vielleicht nicht ganz so viele vorhanden, außer jetzt im Dienstleistungssektor. Und dieses riesengroße Einkaufscenter. Auch ein Kino ist dazugekommen. Und eine Schwimmhalle. Es ist alles da, auf kleinem Raum. Es ist so abgeschlossen. So wie eine kleine Stadt in der Stadt, sage ich immer. Die Kinder können ohne eine Straße zu überqueren fast bis zum Kulkwitzer See fahren, mehrere Spielplätze anfahren, also wirklich mit dem Fahrrad jetzt, einen Schulweg ohne Straße. Es hat sich schon vieles oder fast alles verbessert. Also natürlich ist es ein bisschen bunter geworden, diese graue Plattenöde ist halt verschwunden. Bessere Einkaufsmöglichkeiten, dann die Nahverkehrsverbindungen sind auch besser geworden. Hier wohnt so ein gemischtes Volk. Ich finde das eigentlich super. Zuzug und so gemischt auch. Junge Familien ziehen her, was natürlich bis vor 5, 10 Jahren, da hatte man gedacht, das wird die Hälfte von den Einwohnern, was mal ehemals in Grünau war. Aber jetzt hat sich das etwas gewandelt. Nachbarschaft ist jetzt mehr oder weniger, kann man sagen, der ganze Block, der Elfgeschosser. Da kennen wir uns untereinander, schon durch die Kinder damals, die zusammen in die Schule gegangen sind. Ich glaube, reiche Leute gibt es hier nicht. Nee, nein. Es ist ja auch kein Eigentum hier. Das sind ja alles nur Mietwohnungen oder so. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass hier wirklich arme Menschen sind. Jetzt gibt es hier eine sehr breite Mischung. Da gibt es immens große Bandbreite. Vom leitenden Ingenieur bis zum ALG-2-Empfänger. Es gibt Berufstätige, welche die zu Hause sind. Es gibt auch genug Arbeitslose und auch viele Rentner. Na, so sehr viele ganz junge Jugendliche, sage ich mal, haben wir ja nicht. Ja, schon normale, kleinbürgerliche Leute, würde ich sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, was für Begriffe ich da jetzt benutzen könnte, um Ihnen das besser zu beschreiben. Otto-Normalverbraucher, würde ich sagen, durch die Bank. Und dieser neue Schlag sozusagen, die vielleicht auch aus sozialen Gründen hierher ziehen müssen, ja, also auch gar nicht unbedingt hierher ziehen möchten, sondern einfach hier eingetopft werden, sag ich mal.
Es kommen auch immer mehr Leute aus verschiedenen Ländern. Das ist sehr vielfältig geworden. Also ich habe von meinem Mann gehört, dass das früher nicht so war. Dass die fast die einzigen mit Migrationshintergrund hier waren. Aber ich merke, dass sich das sehr durchmischt. Also ich sehe viele alte Leute, ich sehe aber auch viele jüngere, aber auch immer zwischendurch Leute mit Migrationshintergrund. Aber hier gibt es schon noch die Berührungsängste der alten Leute. Erstens mal ist es schon schwierig, wenn jemand sie nicht versteht oder wenn sie anders sprechen. Also, es ist hier noch ein Tabuthema mit den Migranten, obwohl sie täglich auf der Straße sehen. Man hat ja auch zu anderen Bürgern kaum Kontakt, selbst wenn es Deutsche sind. Man sieht sie und sagt guten Tag und guten Weg und das war's dann. Ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen ein träger Stadtteil hier Grünau. Oder dass den Kindern peinlich ist, die Freunde zu sich nach Hause einzuladen nach Grünau, weil der Ruf von Grünau ist immer noch schlecht. Da hinten geht es nach Grünau im Plattenbau und da wohnen dann hier die nicht so betuchten Leute. Aber ansonsten, wie gesagt, wer über Grünau schlecht redet, der kennt es gar nicht. Im Prinzip ist es Quatsch. Die sich daneben benehmen, die haben sie in Grünau genauso wie in der Eisenbahnstraße im Süden oder im Norden. Der Leipziger Osten ist ein gründerzeitliches Mischgebiet, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Arbeiter- und Gewerbeviertel entstand. Bis in die 1990er Jahre war es durch Verfall der Bausubstanz und eine Abwanderung der Wohnbevölkerung gekennzeichnet. Dieser Prozess kam dann um 2000 zum Ende. Seither nimmt die Bevölkerung wieder zu. Viele verschiedene Bewohnergruppen ziehen zu. Große Teile der Häuser wurden saniert und neue Parks angelegt. Was sagen die Bewohner des Leipziger Ostens über den aktuellen Wandel in ihrem Wohnquartier? Auch dazu hören wir Stimmen der Bewohner. Ich finde es gut, dass ich relativ kurze Wege zu allem habe, was mich interessiert. Dass ich mir die Mieten immer noch leisten kann. Es sind viele Parks um die Ecke, also ich muss nicht weit fahren, um irgendwo mal was Grünes zu sehen. Ich kann in einem 7-Minuten-Radius die komplette Woche in einen anderen Spätverkauf gehen, wenn ich es machen würde. Also, als ich dort hingezogen bin und ich manchmal nach Hause gekommen bin, habe ich mir gedacht, ich bin der Einzige, der hier in der Straße wohnt, weil ich komplett alleine entlang gelaufen bin. Und inzwischen sind eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen auf der Straße. Hier ist es relativ studentisch und familiär geprägt. Da, wo ich vorher war, in Neustadt-Neuschönefeld, fand ich es viel gemischter. Also da waren deutlich mehr ärmere Migranten, sozial schwächere, aber auch irgendwie Rentner, die noch dazwischen waren. Also bunt gemischt. Was haben wir hier noch? Ein paar Ökos halt, ein paar Hausbesetzer und so, aber ja. Also in der Kohlgartenstraße, da ist es sehr geteilt. Das ist sogar straßenseitig geteilt.
weil auf der einen Seite der Kohlgartenstraße sind Plattenbauten und auf der anderen Seite sind Altbauten. Und genauso haben sich einfach auch die Menschen unterschieden. Und das war ziemlich krass. In den Altbau, da sind dann später noch zwei andere große Studenten-WGs eingezogen. Und auf der anderen Seite, da war also einfach arbeitende Bevölkerung, ältere Menschen. Also wo wir hierher gezogen sind, da waren im Lene-Vogt-Park, war es sehr gemischt. Also Familien, ältere Leute, einige Studenten. Und das hat sich aber in den Jahren nochmal dahingehend geändert, dass wirklich viel Studenten hergezogen sind. Ist durchaus unser Eindruck. Familien wohnen auch immer noch hier. Also jetzt speziell bei uns im Haus sind wir einige Familien. Und es sind auch inzwischen zwei WGs eingezogen. Also eine Verjüngung ist da. Rabetpark. Und das war sofort eine andere Welt, weil da waren dann wirklich sehr viel mehr Migrantenfamilien sozusagen. Und viel mehr Ausländer und so. Das war krass. Da hat man ganz viele Leute gesehen, wirklich mit Kopftuch und so weiter. Also viele, vermutlich Moslems und auch viele Russen. Ich sehe in der Gegend viele Migranten. Ich sehe auch viele von meiner Studienzeit, die immer noch da sind. Früher war Eisenbahnstraße schön geschäftlich und stattlich und schön, gemütlich in der DDR-Zeit. Dann sind viele ausgezogen und dann kommen die Ausländer. Es gibt gute Ausländer und sehr Kriminelle. Also ich finde, die Eisenbahnstraße, die Gegend, wenn ich da hinkomme, fühle ich mich immer so, ich weiß nicht, dreckig. Also klar, liegt überall Müll rum und halt so. Die Häuser sehen halt so aus, aber die Menschen da. Da denke ich mir so manchmal, okay, am liebsten würde ich jetzt hier nicht langlaufen und zurück in meine Gegend, wo es halt ruhig ist und sauber und es laufen, sag ich mal, normale Menschen rum oder so. Also, viele sagen, die Eisenbahnstraße ist schlimm. Ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es gemischt von den Leuten her. Also es ist nicht so aufgesetzt oder so. Also irgendwie total so, wie es halt ist. Bunt. Ja, viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, die zusammen, miteinander oder auch nebeneinander leben. Ich finde es einfach schön, wenn man ein bisschen aus seiner persönlichen Blase rausgucken kann. Und wenn man sozusagen andere Lebensentwürfe um sich herum sieht, ich finde das bereichernd. Unsere Grillabende wurden eben nicht mit Schweinebratwurst, sondern mit Köfte irgendwie bestritten und viel Lamm und so. Also ich glaube, das wird sehr genossen. So das, was es hier so an Fleischereien und Halal-Fleischern gibt und Gemüsehändlern. Ja, ich meine, das ist ja ein bestimmtes Milieu, was hier ja gerade herzieht. Also das sind Studenten, junge Studenten. Die ganze Straße ist Baustelle, es wird renoviert. Scheinbar ist es attraktiv. Es werden auch Einfamilienhäuser in unserer Umgebung gebaut. Ich denke, der Leipziger Osten entwickelt sich. Also, dass saniert wird, ja, das ist schön. Baulich sind das tolle Sachen, aber es zieht halt einfach Klientel nach sich, die dann wieder so hochpreisig sind. Das macht es ein bisschen kaputt. Also ich hoffe, dass es nicht so weit geht, dass es hier nur noch so ist. Das wäre schade.